der Pfeffer. Hallo Caroline. Hallo. Ich wollte dir heute mal Alsterpaper zeigen. Kommst du mit? Mhm. Was für eine Druckerei seid ihr eigentlich? Na, wir sind eine ganz normale, klassische Offset-Druckerei. Das heißt, wir können ganz viele Dinge in großen Mengen drucken. Geschäftspapiere, Formulare, Flyer, Broschüren und alles, was man so braucht. Hier zeigt dir der Kollege Jürgen mal, wie Offset-Druck funktioniert. Hallo Caroline, ich erzähle dir jetzt mal, wie man Offset-Druck macht. Und zwar, das ist eine Offset-Druckmaschine, vierfarbig. Jetzt sehen wir gleich, wie der Druckbogen mit dem Greifersystem, mit der Saugluft in die Maschine reinläuft. Das ist das erste Druckwerk, das ist schwarz. Das ist der erste Kontakt mit Berührung mit dem Papier. Da siehst du, dass die Walze schwarz ist. Mhm. Die färbt dann meine Druckplatte schwarz ein. Das ist lesbar. Das kommt jetzt spiegelverkehrt auf ein Gummituch, damit das dann nachher lesbar wieder auf den Druckbogen raufkommt. Und jetzt sind wir am zweiten Druckwerk, weil wir drucken vierfarbig. Da kommen dann noch drei weitere Druckfarben drauf. Das ist jetzt blau, weil wir drucken schwarz, blau, rot, gelb. Jetzt kommt die blaue Farbe drauf. Jetzt kommen wir hier zum dritten Werk, das ist rot. Hier ist das vierte Werk, guck mal. Ne? Auch wieder mit Gelb. Gut, dann zeige ich dir mal, wie man jetzt druckt, dass du siehst, dass das vierfarbig rauskommt, okay? So, hier ist das fertige Ergebnis. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Schwarz gedruckt, blau gedruckt, rot gedruckt, gelb gedruckt. Und das ist das Motiv, was wir für den Kunden drucken. Das ist dann vierfarbig. So, liebe Caroline, das war jetzt der Schnelldurchlauf. Möchtest du das nochmal ganz detailliert erzählt haben? Oh ja. Weil es ist nämlich ziemlich kompliziert, das kann dir die Julia erzählen. Das ist ja aber ganz schön schwierig. Ja, das ist richtig, das ist nicht so einfach. Also wir müssen da auch immer drauf genau achten, weil der Kunde hat ja den bestimmten Farbwunsch. Und den müssen wir erfüllen. Das heißt, wir müssen die Farbe so zusammenfahren, dass der Kunde damit zufrieden ist. Also was wir auch noch darauf achten müssen, ist, dass das Motiv auf dem Papier richtig steht. Dass wir dann nachher, wenn wir schneiden, dass das alles gleich ist. Und außerdem gibt es auch noch verschiedene Papiersorten. Holzpapier, Bilderdruckpapier. Das ist für den Druck eine andere Brillanz. Der Kunde will ja mal ein glänzendes Bild haben oder halt ein mattes Bild. Und was wichtig ist, ist, dass wir, wenn wir drucken, immer gleichmäßig drucken. Caroline, ich habe hier mal ein paar Muster mitgebracht, was wir so gedruckt haben. Hier ist zum Beispiel eine Broschüre. Da ist es ganz wichtig, eben zum Beispiel, dass der Kunde genau die Farben bekommt, die er sich vorgestellt hat. Also es muss genau das richtige Rot sein und auch der Verlauf muss stimmen. Und wenn man innen reinguckt, dann muss natürlich alles gut lesbar sein. Das Schwarz muss richtig schwarz sein, darf nicht irgendwie grau sein. Und alle Farben müssen auch im Laufe der Broschüre dann hinterher zusammenpassen. Auch die Bilder müssen ja auf zwei Bogen gedruckt werden hier. Und das muss hinterher ganz genau zusammenpassen. Hier siehst du die großen Stapel mit den fertigen Druckbögen. Das nächste, was gemacht werden muss, ist, dass sie alle auf das richtige Format geschnitten werden. Das macht man an der Schneidemaschine. Was passiert denn jetzt? Jetzt müssen die Bögen gefalzt werden. Was ist denn Falzen? Falzen ist, wenn man die doppelt klappt, zweimal. Ach so. Mhm. Und diese Maschine, die faltet das Papier jetzt einmal und dann noch einmal. Und dann ist der Flyer fertig. Hier am Sammelhefter werden die verschiedenen Seiten einer Broschüre zusammengetragen, damit sie hinterher in der richtigen Reihenfolge vorkommen. Wenn alle Seiten sortiert sind, dann wird das hinterher gebunden zu einem Buch mit so einem Kleberücken oder eben es wird geheftet, wie dieses Magazin. Da kommen dann diese Klammern rein. So, und beides sind dann fertige Produkte. Viele Dinge, die man in der Druckerei macht, können aber auch nicht mit Maschinen gemacht werden. Da braucht man Handarbeit für. Dafür arbeiten bei uns ganz viele Menschen, auch viele Menschen mit Handicap, die dann diese Arbeiten machen.
Was bei uns gedruckt wird, kann natürlich auch verschickt werden. Dazu haben wir unseren Kuvertierservice. Hier haben wir eine Zeitschrift, die muss eingetütet werden in einen Polybeutel und dann wird sie als Pressepost versandt. Oder hier nebenan gibt es einen Auftrag, da müssen Briefe einkuvertiert werden. Das heißt, sie müssen immer in einen Umschlag kuvertiert werden und dann werden sie auch verschickt. Du siehst, bei uns bekommt der Kunde vom Druck bis zum Versand alles aus einer Hand. Da muss er ja aber gar nichts mehr machen. Genau. Ihr seid doch eine ganz schön große Druckerei, oder? Ja, bei uns arbeiten ungefähr 115 Menschen. Davon sind etwa 85 Menschen mit Handicaps und das arbeitet sich gut zusammen. Ihr habt doch nur ganz große Kunden, oder? Wir haben ganz viele unterschiedliche Kunden. Manche lassen ganz kleine Mengen kuvertieren, zum Beispiel 200 Briefe. Und wir haben auch Kunden, die 40.000 Briefe kuvertieren lassen. Und beim Druck sind wir schnell bei 50.000 oder 100.000 in der Auflage. Eigentlich habt ihr es doch ganz schön gut. Ihr könnt eure Werbung selber drücken. Ja, das wäre klasse, aber das haben wir gar nicht so sehr nötig, weil ganz viele unserer Kunden empfehlen uns weiter. Und dadurch bekommen wir immer wieder neue Kunden. Da müsst ihr euch ja immer ganz schön viel Mühe geben. Das tun wir natürlich auch. Soll ich dir mal noch die anderen Maschinen zeigen? Oh ja.